mal gefragt, wie das eigentlich so geht, dass ein Haufen vieler Fische plötzlich die Richtung dreht? Kommt der Feind denen zum Nah, gehen sie in Kugelposition, damit sie aussehen wie ein großer. Wusstest du das schon? Oder schau mal in den Himmel, wenn es kälter wird beim Morgen, die Zehntausende von Vögeln sich zusammentun wie Horden. Oder führen ganz von selbst, reihen sie sich gen Süden ein, nur um Teil dieser Bewegung in dem großen Schwarm zu sein. Schwarm zu sein, Schwarm zu sein. Und die 15.000 Bienen warten auf den Bonger treu, bis die Kundschafter zurück und alle Bienen einig sind. Ziehen sie ins neue Nest, und zwar alle ganz geschwind. Die Termiten im 5-Jahr-Baum bis 3 Meter hohe Haufen. Da sie nicht so lange leben, fragt man sich, wie soll das laufen? Dass die nächste Generation einfach weitermacht im Bau. Die Termite an und für sich ist ja nicht sonderlich schlau. Ich freue mich hier und jetzt, das größte Wunder zu erleben. Sie merken, wie ein Schwarm, es sind wie die Erde. Was hat der denn so zu bieten? Ich meine im Vergleich zu Vögeln, Fischen und Termiten. Der Mensch ist ziemlich schlau und der ist stolz auf all sein Wissen. Doch trotz hoher Wissenschaften geht's ihm leider auch bescheiden. So fällt es auch nicht schwer, in jeden Bären aufzubinden. Wodurch die Herzensaugen jedes Menschen nur erblinden. Stellt auf der jeden Quatsch, den man ihm täglich erzählt. Dass der Mensch die ganze Welt durch den Klimawandel quält. Dass der Mensch selber schuld ist am Finanzcrash in der Welt. An der Armut anderer Menschen, jeden Krieg und Öl und Geld. Lässt ihn reuemüdig kriechen und leckt ab vom eigenen Handel. Um jeden Protest in totes Schweigen zu verwandeln. Verschwandeln. Zu Recht wird der Widerstand zu Pflicht. Immer mehr Menschen verstehen es und reißen mit das Licht. Jeden Lug und Trug und alles, was man uns verschwiegen hat, sind wir eigentlich wie ein Schwarm, machen sie die Lüge platt. Es ist die Zeit, in der wir leben, die uns zueinander drängt und die sich von Unterschieden auf die wahren Nöte lenkt. Ganz egal, wie du aussiehst, wer du bist und was du denkst, es ist Einigkeit vorhanden, die die Macht der Lüge schlägt. Sind sie ja sein bestimmt, weil dein Mut und deine Hoffnung der Welt die Ängste nehmen.